Mein Name ist Peter Baumann. Ich betreibe Reenactment, Living History, das heißt Darstellung von historischen Geschichtswelten. Und ich versuche, diese Sache möglichst authentisch zu halten. Geschichte interessiert mich eigentlich seit meiner Kindheit. Ich wollte schon immer eine kleine Zeitreise machen. Die Möglichkeit gab es nicht, aber in Form von Mittelaltermärkten bzw. durch museale Auftritte heutzutage kann ich mir einen kleinen Kindheitstraum erfüllen. Ich selbst habe mich für die Merowingerzeit entschieden, eine Übergangszeit der späten Völkerwanderung zum Frühmittelalter, zeitlich gesehen 450 bis 750 nach Christus. Und in dieser Zeit ist es besonders schön zu sehen, dass in den Gräbern wirklich sehr, sehr viel Hausrat, Waffen und alles Mögliche mitgegeben wurde. Ist natürlich für eine Darstellung für mich perfekt. Ich kann hier aus den Vollen schöpfen. Ich kann diese Helme nachbauen. Ich kann Schwerter aus dieser Zeit rekonstruieren und ebenso meine Darstellung perfekt machen. Diese Zeit selbst ist eigentlich auch für mich interessant, weil sie den Grundstock Europas bildet. Ich selbst habe mich hauptsächlich für die Lederverarbeitung entschieden. Das ist Material, mit dem ich am besten arbeiten kann. Und ich versuche, die Taschen, die Gürtel, wie auch die Schwertscheiden so korrekt wie möglich nachzuarbeiten. Das Ganze funktioniert so. Es gibt Kataloge, Grabungskataloge, da ist bis ins kleinste Detail alles aufgeschlüsselt und es gibt teilweise fragmentarische Lederfunde und die nehme ich her und versuche aus diesen Funden wieder was zu rekonstruieren. Ich habe bis vor ein paar Jahren noch sehr, sehr stark mit Museen zusammengearbeitet, hatte selber Auftritte in ganz Europa, Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland. Mittlerweile habe ich mich etwas zurückgezogen, da die Wissenschaft zweigeteilter Meinung ist. Wir haben natürlich Förderer aus der musealen Szene, die das gutheißen, was wir machen. Sie sind der Meinung, dass wir eben Publikum in die Museen hineinbringen. Aber die andere Seite der Wissenschaft sagt, wir sind keine studierten Menschen. Wir haben diese Dinge nicht darzustellen, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, da wir doch in gewisser Weise unseren Teil dazu beitragen können, Geschichte näher zu bringen. Ich versuche mit meiner Darstellung die Leute für Geschichte, für die eigene Geschichte wieder zu begeistern, das Verständnis für Geschichte nahe zu bringen in der heutigen Zeit. Selbst habe ich auch viel gelernt durch meine Arbeiten. Ich habe gelernt, dass nichts selbstverständlich ist. Heutzutage geht man in den Supermarkt, man bekommt alles. Wir haben Strom. Aber die Leute früher mussten aus wenigen vielen machen. Und durch diese Arbeiten habe ich selbst gelernt, mit wenig zufrieden zu sein.